Hallihallo, Leute, willkommen zu GTA Online, yay. Meine Fresse, ich bin schon wieder auf 180, ne, mir geht schon wieder alles richtig auf den Piss. Rage Uncle Modus steht vor der Tür beinahe. Und noch ist es nicht so weit, ja. Meine Xbox One meint mich hier irgendwie zu trollen, natürlich alles cool, ne, Laufwerk oder so, nix, ne, alles normal. Aber der Online-Dienst. Ich wollte Forza wieder für euch was aufnehmen, ich hatte da was geplant. Wollte dann, aber konnte das Fahrzeug als Gegner nicht auswählen. Der Bugatti war in der letzten Folge beziehungsweise in dem letzten Forza-Video Zufall, dass der dabei war. Deswegen habe ich den auch gewählt, weil mein Rivale war sozusagen. Und ja, ich wollte dann halt noch so ein Rivalenrennen machen, aber mit einem bestimmten Gegner wieder. Ging nicht, ne? Man kann da keine Autos als Gegner auswählen, nur wenn man mehr Spieler spielt. Okay, wollte ich machen, habe ich einfach Kabel ran da, Internet, Xbox, bla bla. Hier auf einmal, paff, tschüss, Let's Play, Onkel. Ne? Abgemeldet. Ja, dachte, scheiße, melde ich mich wieder an. Okay. Ging aber nicht. Hat irgendwas aktualisiert da. Ne? Ja, spackte auch erstmal rum, selbstverständlich. Ja, ging die ganze Zeit nicht. Ich konnte mich nicht anmelden. Ich war zwar mit Xbox Live gewissermaßen verbunden mit dem Online-Dienst. Ich konnte YouTube und so gehen, aber Xbox Live an sich mit meinem Account war nicht verfügbar. Und das ging einfach nicht. Ich bin beinahe wieder an die Decke gesprungen wie eine Katze. Tja, dann dachte ich, guck mal in dem Forum nach, da hat einer gesagt, ja, einfach mal Konto runterschmeißen bei der Konsole und neu draufladen. Habe ich gemacht, aber ich konnte mein Konto nicht wieder draufladen. Sehr geil. Jetzt hat meine Xbox One kein Konto drauf, also kann ich erstmal gar nichts spielen, bis die Abgekackten da ihr Scheißdienst wieder in den Griff kriegen. Ich meine, was ist los da? Was soll die Scheiße? Damals bei Xbox 360 ging das genauso ab. Da war auch mal eine Zeit, da war alles so dermaßen im Arsch, da ging gar nichts mehr. Ne? Jetzt mittlerweile ist ja alles cool bei der 360. Wenn jetzt GTA Online zum Beispiel mal spackt, hat das nichts mit Xbox Live zu tun. Das sind halt die ihre Server. Aber das bei One jetzt, fängt das jetzt da auch so an oder was? Haben die nicht gelernt oder was? Keine Ahnung. Aber naja, müssen wir warten, bis das weitergeht mit Forza, da, was ich vorhab. Ihr wisst ja eh nicht, was ich vorhab, deswegen braucht ihr da auch noch nicht so gespannt drauf sein. Obwohl ja jetzt mache ich euch ein bisschen heiß, ne? Ist auch scheiße. Wird auf jeden Fall eine lustige Sache. Und ja. Ich habe noch eine Folge mit Kuronk im Kasten, würde ich mal auch so sagen, nebenbei, aber die lade ich erst als Folge 63 hoch, ne? Also 62 noch hier, einfach hier. Dann 263 mit Kuronk, aber auch nichts Besonderes. Die letzte Session war für ein Appel und ein Ei eigentlich. War nicht besonders viel Action bei uns, zwischen uns, mit uns, whatever. Die waren größtenteils, nachdem ich drin war, ich weiß nicht, wie lange die Folge gezockt haben, in Mission, ne? Aber die waren irgendwie nur für 8 Spieler oder so, dachte ich mir, okay, da gehe ich gar nicht erst rein. Ne? War mir klar, dass die da wahrscheinlich mit ihren Stammis whatever spielen wollen. Ja, aber die anderen Avenger 616 rausgeschmissen, eiskalt. Ich weiß nicht, wer Host war, ey, so viel ich gehört habe, Heideltraut. Und der ist ja bekannt dafür, dass er gerne mal rausschmeißt. Vor allem, naja, David, ne? ja. Natürlich kacke, im Teamspeak waren sie auch nicht, der Curry nicht, der 616 nicht, Avenger nicht, da war jemand anders drin, spoiler ich jetzt aber mal nicht, weiß nicht, ob die Folge schon raus ist, wenn 63 rauskommt. Keine Ahnung. Fand ich auf jeden Fall merkwürdig, ich meine, ich war so oder so nicht in dem Teamspeak. Ich würde da jetzt auch nicht einfach so reingehen, ist klar, und wieder nicht stürmen, aber die könnten den Leuten doch wenigstens Bescheid sagen, hey, kommt in den Teamspeak oder... Hey, heute mal bitte nicht in den Teamspeak kommen. Das ist doch ruckzuck gemacht in ein paar Minuten. So waren die jetzt die ganze Session über mit einem Fragezeichen im Kopf. Hey, können wir jetzt da rein oder nicht? Hey, wie, was, wo, was, was ist denn los da? Das ist natürlich immer blöd. Aber naja, was soll man machen? Dann habe ich, ja, bin ich aufmerksam gemacht worden auf die Folge von Heidel. Irgendeine Jobs-Folge. Das war ein Deathmatch. Da waren die ja echt nett über auf mich zu sprechen, will ich mal sagen, ne? Fand ich extrem bescheuert. Ich meine, auf der einen Seite verstehe ich das ja, die machen eigentlich auch Spaß. Die dissen sich ja auch untereinander voll weg gegen die Wand. Aber es kam so rüber, als wären die echt angepisst, nur weil ich die fertig gemacht habe. Das ist ein Spiel, das ist ja klar. Ne? Wenn da einer kommt, der besser ist, dann ist der halt besser. Ne? Ist klar, den meisten reicht das auf. Die denken immer, ah, okay, ich kann, ich kann, ich kann. Der macht mich nicht fertig. Okay. It is Aimbot-Time hier, Alter. Wir spielen mit Auto-Aim-Lobbys meistens. Und da braucht man nur ein Stück hoch und gibt einen Headshot. Wer das nicht checkt, der weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall sind die da ein bisschen abgegangen.
Und das Problem ist ja nicht, dass sie abgegangen sind, sondern die Tonart. Manchmal denkt man, Spaß oder Ernst jetzt? Keine Ahnung. Ich will denen ja nichts ankreiden, aber den Rage Onkel möchtet ihr nicht kennenlernen. Ich versorge euch das Spiel. Nein, natürlich nicht. Ich bin ja nicht so ein Sauhund, der jetzt hier Amok läuft in der Slay Lobby. Aber da waren ja nur die beiden, die mit uns gezockt haben. Da habe ich halt die Rennen die meisten gewonnen und die Deathmatches. Ja, toll, habe ich halt gewonnen. Ich kann das Spiel eben. Ich spiele schon lange, nicht nur erst seit ich Let's Playe. Ich habe auch früher schon gezockt. Nicht zu wenig, ja, was heißt nicht sehr gut. Ich habe viel mit meinem Auto eigentlich zu tun. Im Sommer bin ich sehr inaktiv eigentlich auf den Konsolen. Im Winter bin ich mehr am Zocken. Aber ist halt, weil ich schon so lange zocke. Abends, wenn ich von der Schule kam oder jetzt, wenn ich von der Arbeit komme, zocke ich natürlich für euch, mache ich die Let's Plays. Vorher habe ich auch mal eine Stunde, zwei gezockt, dann habe ich noch, keine Ahnung, ein bisschen Fernsehen geguckt und ab ins Bett, ne? Natürlich nächsten Morgen wieder aufstehen, ist klar. Aber ich spiele halt schon sehr lange, ich bin seit über 7 Jahren bei Xbox Live. Das ist normal, dass ich jetzt besser kann, ein bisschen, oder eher gesagt, mehr Skill habe vielleicht. Ich weiß ja nicht, wie lange die schon spielen oder so. Es gibt bestimmt auch Spiele, in denen die besser sind als ich, aber gut. GTA ist ein Spiel, da regt sich jeder schnell auf, wenn er abgeknallt wird. Kennt man ja, sieht man ja im Rage-Onkel-Modus, ne? Ich fand's nur ein bisschen blöde von denen, dass die sich da so künstlich, sag ich mal, aufgeregt haben über mich. Gewissermaßen ein bisschen beleidigend waren sie ja, glaube ich, kurzer Zeit, aber das geht mir ja an jedem einzelnen Arschhaar vorbei, ne? Ist jetzt nicht böse gemeint oder so, ne? Kein Eingriff. Ich nehme mir davon nichts an, ich weiß, das ist Spiel, bla bla, aber man könnte die Art und Weise dann schon ein bisschen senken, ne? Ich meine, ich kann noch schlimmer. Das war ja noch nicht mal das Schlimmste. Ich hätte auch hier meine Raketenwerfer rausnehmen können und die ganze Zeit wegflamen können. Dann hätten sie von mir aus ausrasten können. Und es gibt noch 100-mal schlimmere. Was ist schlimmer, ob man jetzt hier ein Crewmitglied hat, was richtig was drauf hat, wo man von Vorteil eigentlich hat, wenn man gegen andere Teams spielt oder wenn man jetzt gegen irgendwelche abgefuckten Supercheater spielt mit Level 1000, God-Mode und Raketenpistolen. Was ist da wohl besser? Und da hat man doch lieber so einen Onkel, oder? So einen lieben, super netten Onkel. Du musst mal den Rage-Onkel-Modus wechseln. Was ist das hier für ein Scheiß? Aber okay, kann ich auch nichts dran ändern. Wie gesagt, ich hab ja eh nichts gegen die persönlich. Wenn mich sowas ärgern würde, dann hätte ich Gronkh den Diss des Jahrhunderts wahrscheinlich verpasst. Aber hab ich auch nicht. Warum auch? Der hat ja auch hinterher selber gesagt, das war aus dem Aspekt heraus. Das ist normaler Spaß. Es gibt auch eine Folge, da hat Gronkh den Heideltraut extrem zur Sau gemacht. Und genau deswegen nehme ich auch Heidel und Tobis, ich sag jetzt mal, Mini-Ausraster nicht ernst. Ich verstehe das schon, wenn man die ganze Zeit weggeknallt wird, dass man da ein bisschen den Geduldsfaden verliert. Nur wenn meine Abonnenten dann schon kommen und sagen, hey, der hat das und das gesagt, dann ist es vielleicht dann doch ein bisschen zu, ja, wie sagt man, das war halt kaum zu unterscheiden, ob es jetzt ernst gemeint war oder Spaß, ne? Müsste man ein bisschen unterscheiden, da sitzt auch natürlich ein Mensch hinter dem Controller, es sei denn, es ist eine Ameise oder so, ne? Aber gut, Heidel, Tobi, Slay Massive Forever, wir haben es so alle gern. Wenn ich mal ein bisschen zu krass drauf bin, schwamm drüber, guckt es euch einfach bei mir ab, dann seid ihr auch so krass. Ja, jetzt bin ich wieder der Angeber, aber egal. Hör auf anzugeben, du spannst und nervst, Alter. Happy Birthday, freu dich. Oh. Ja gut, was sonst noch? Ja gut, Folge 63 mit Gronkh, klar. Ich sag immer Gronkh. Ja, Gronkh ist die Schlüsselfigur, ist klar. Ne? An den denkt man immer als erstes irgendwie. Ja, ich hab ich erwähnt, dass die Folge nur ein paar Minuten, 10 Minuten oder so lang wird. Ey, ist gar kein Problem, wenn du einen auf die Fresse willst, aber ich hab doch gerade drüber geredet, einfach Bescheid sagen. Man kann doch sagen was, ne? Genau, da habe ich das auch gesagt. Ey. Wenn die da halt 8 Spielermissionen machen, können die doch eine kurze SMS schicken. Sorry, wenn ich mich jetzt wiederhole. Zum Beispiel Sarazar oder so. So, hey Jungs, wir möchten mit denen und denen spielen. Kommt mal bitte nicht rein in die Mission. Dann machen wir das natürlich auch, weil ich glaube, die wissen nicht, dass wir alle in Kontakt stehen. Da Weed, Avenger, 616, Curry war auch bei uns in der Party.
cool, Alter. Currywurst. Ich und Currywurst. Ich weiß nicht, ich hab den nicht in der Welt, aber wir haben uns so dumm. Wir haben uns sowas von derbe den Arsch abgelacht, ne? Ihr werdet krepiert vor Lachen, Leute. Aber leider haben wir das nicht aufgenommen. Das war so geil. Da ging es um den Mecker. Ich muss schon wieder lachen, ey. Ja. Schauen wir mal auf jeden Fall. Gucken wir mal, wie die nächste Session wird. Gucken mal, wie sich das hier weiterentwickelt. Ich werde nächste Folge mal wieder ein bisschen Action machen, denke ich mal. Im Moment fahren wir ja nur doof mit dem LKW rum. Oh. Ui. Ne? Guck, das war doch mal was richtig Spektakuläres. Sieht man nicht alle Tage. Hat die Folge sich auch schon wieder gelohnt. Mein Reifen brennt. Ja gut, ich glaube, jetzt habe ich mir alles von der Seele geredet. Also, Thema Slay Massive. Letzte Session war nicht so fein, aber ich klage sie auch nie an. Ist ja ihr Ding. Und Heidel und Tobi drauf geschissen, schwamm drüber, Jungs. Ich bin euch nicht böse, auch wenn das jetzt vielleicht welche bei euch in die Kommentare schreiben. Quatsch. Wir sind doch alle eine Crew. Müssen an einem Strang ziehen. Naja. Selbstverständlich ist die Crew nicht so intern. Wie sagt man dazu? Also, das ist eigentlich eine Zwei-Gruppen-Crew. Die Teamspeak-Leute dann halt und dann wir, die im Nachhinein noch hineingerutscht sind. Aber wir entwickeln uns ja auch weiter auf YouTube. Was laber ich hier eigentlich für einen Scheiß? Fick dich! Wirklich der Heiler, der nichts kann. So. Keine Ahnung, bevor ich hier in den Bullshit abdrifte, sag ich Tschüss und bis zur nächsten Folge. Und ich möchte euch nochmal dran erinnern, Offroad King and Slay Massive Inferno könnt ihr euch mal reinziehen im Social Club. Einfach zum Spiel hinzufügen, geile Sachen. Ja. Zum Thema Forza. Egal, Xbox One müssen wir abwarten. Also denn, haut da rein, bis zum nächsten Mal, euer Onkel. Das ist übrigens der Motor, ich habe mir keinen Joint angezogen. Angezündet, verdammt, was laber ich hier.